Was steckt hinter Werkverträgen? Für die Unternehmen wie Teamwork im Internet Arbeitskräfte suchen. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Das will Frontal21-Reporter Heiko Rahms herausfinden. Diese Anzeige hier, die klingt interessant. Es geht um das Auffüllen von Regalen und anderen Warenträgern in einem Supermarkt. Heiko Rahms lässt sich zum Schein bei Teamwork anheuern. Die Teamchefin verspricht ihm bis zu 400 Euro im Monat. Tatsächlich kann er schon zwei Wochen später anfangen in einem Rewe-Supermarkt in Nordrhein-Westfalen. Wir beobachten ihn mit versteckter Kamera. Rahms muss Regale auffüllen, aber nicht als Rewe-Mitarbeiter, sondern als Minijobber von Teamwork. Das Unternehmen hat einen Werkvertrag mit dem Lebensmittelkonzern und der hat mit diesem Personal arbeitsrechtlich nichts mehr zu tun. Teamwork drückt die Lohnkosten. In vielen Bereichen haben Werkverträge tatsächlich die alleinige Funktion, den Zugang zu Billiglöhnen zu eröffnen. Und dabei hat die Leiharbeit viel an Attraktivität eingebüßt und jetzt sucht man nach anderen Möglichkeiten, ein ganz niedriges Kostenniveau zu realisieren. Früher haben nur angestellte Rewe-Mitarbeiter solche Arbeiten erledigt, für knapp 18 Euro pro Stunde. Dann wurden viele durch Leiharbeiter ersetzt. Die verdienten noch knapp die Hälfte. Mit dem Systemwerkvertrag kostet die Arbeit heute gerade noch ein Drittel. Das sind Niedriglöhne, wenn man sie ins Verhältnis setzt zu den Tarifverträgen des Einzelhandels für die gleiche gewerbliche Tätigkeit, wären das Löhne, die den Tatbestand der Sittenwidrigkeit erfüllen. Rahms Recherchen bestätigen das. Mit versteckter Kamera fragt er bei seinen Kollegen nach. Kaum einer von ihnen kommt auf die 400 Euro, von denen bei der Bewerbung die Rede war. Wie viel verdienst du denn im Monat? Manchmal komme ich nur auf 150 Euro. 400 schaffe ich nie. Es gibt einfach zu wenig Arbeit. Denn wir sind ja auch meistens nur für ein oder zwei Stunden da. Eine weitere Spezialität bei Werkverträgen. Die Angeheuerten müssen hier an mindestens 3 Tagen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Wenn sich zum Beispiel kurzfristig die Arbeitseinsätze ändern, wird früher angefangen. Unser Reporter erhielt am späten Abend eine SMS. Gestern Abend um 10:30 habe ich eine SMS bekommen, dass ich heute 2 Stunden früher anfangen soll zu arbeiten. Ich muss also die ganze Zeit bereit sein und immer flexibel sein und das Ganze für 6,50 Euro die Stunde. Und das deckt sogar noch ein Tarifvertrag. Instor und Logistics Services, der Dachverband der Werkvertragsfirmen, hat ihn mit der christlichen Gewerkschaft DHV abgeschlossen. Die Stundenlöhne 6,50 Euro im Westen, 6 Euro im Osten. Diese DHV-Gewerkschaft, in Anführungsstrichen als Gewerkschaft, erfüllt hier die Rolle eines Billigmachers. Das ist kein Tarifvertrag, der die Interessen der Arbeitnehmer berücksichtigt. Das ist ein Gefälligkeitstarifvertrag, der Arbeitgeberwünsche erfüllt. Der Vorsitzende der DHV ist Gunter Smits. Seine Tarifgemeinschaft, christliche Gewerkschaften und Personalserviceagenturen wurde vor Gericht geprüft. Das Urteil nicht tariffähig. Smits machte an anderer Stelle einfach weiter, unterschrieb wieder einen Tarifvertrag. Die Personen, die diesen Tarifvertrag auf Arbeitnehmerseite unterschrieben haben, sind die gleichen, die auch viele von diesen unwirksamen christlichen Tarifverträgen in der Leiharbeit mit unterschrieben haben. Schon das macht mich äußerst misstrauisch. Immer geht es um Billiglöhne. Wir fragen nach, kein Interview. Smits lässt uns wissen, Zitat: Ein Mensch, der im Zuge eines Werkvertrages ein Gewerk erbringt, ist kein Arbeitnehmer. Er hat die Stellung eines Selbstständigen oder eines Freiberuflers. Und ein Freiberufler hat offenbar keine Rechte, ist so etwas wie ein moderner Lohnsklave. Was mich stört dabei, ist der Missbrauch der Tarifautonomie, dass die Leute also mit Pseudo-Tarifverträgen übel über den Tisch gezogen werden. Was mich stört, ist, dass die Politik das jahrelang zulässt, obwohl es erkennbar ist und war, dass hier Missbrauch betrieben wird und dass sie auf die Weise eine Stimmung schafft, die heißt, es geht doch, uns passiert doch nichts. Das erzeugt viel Schaden. Auch von Teamwork und Rewe kein Interview.
Da fragen wir nach bei Ursula von der Leyen's Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier sieht man keinen Handlungsbedarf. Schriftlich heißt es, Zitat: Falls sich dabei herausstellt, dass es organisierten oder verstärkt gezielten Missbrauch aufgrund einer Gesetzeslücke gibt, dann werden wir die Gesetzeslücke schließen. Der Frontal 21-Reporter Heiko Rahms hat seine Arbeit bei Teamwork gekündigt. Hunderttausende andere Betroffene müssen weiter schuften für ihre Werkvertragsarbeitgeber, nicht nur bei Rewe.